Gesichtspflege natürlich. Heute eine Ergänzung. Ich hatte ja vor wenigen Wochen ein Video dazu hochgeladen, wie ich mein Gesicht pflege, dass ich nichts benutze und wenn dann Rosenwasser oder Jojobaöl. Und daraufhin habe ich einige Anfragen auf Instagram bekommen, dass Frauen mir gesagt haben, sie haben es ausprobiert, aber das hat bei ihnen gar nichts gebracht. Die Haut ist viel fettiger geworden oder bei einigen die Haut ist noch mehr ausgetrocknet oder sie hatten sehr starke Rötungen und so können sie einfach nicht raus, was ich auch vollkommen verstehen kann. Auf die Arbeit ins Büro ist ihnen peinlich, dann mit so einem ungepflegten Gesicht rumzulaufen. Mit diesem Video möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, wie du das besser hinbekommst, deine Gesichtshaut natürlich zu pflegen, weil es hat dann nur Vorteile. Deine Haut kann sich regenerieren von den ganzen Produkten, die es da draußen gibt. Darauf werde ich aber später eingehen. Wenn wir unser Gesicht die ganze Zeit mit Make-up oder mit Cremes zuklatschen, die hatte ich in einem anderen Video schon erklärt, wir haben ja Poren und die werden die ganze Zeit verstopft. Wenn wir irgendwelche Dinge auf unser Gesicht schmieren, die helfen sollen, nehmen wir die Schutzschicht der Haut weg. Also sie wird immer dünner, sie wird angegriffen. Danach waschen wir und tun uns nochmal abschminken. Das sind Tenside, die diesen Schutzmechanismus der Haut wirklich zerstören. Die Haut wird immer dünner und die Haut kann sich irgendwann selbst nicht mehr pflegen. Wenn ich dann ankomme und sage, lass die ganzen Sachen weg, du lässt sie weg, ist die Haut erstmal hilflos. Das heißt, es kann sein, dass es sich sogar nochmal verschlechtert. Die Qualität deiner Haut. Das ist völlig normal. Die Barriere, diese Schutzschicht muss ich erstmal aufbauen. Das braucht ein bisschen Zeit. Ich würde dir jetzt raten, mach das am besten in den Ferien oder wenn du halt längere Zeit nicht auf die Arbeit musst zum Beispiel, dass du deine Haut einfach in Ruhe lässt. Klar, wir sind es alle gewohnt, geschminkt rumzulaufen, wenn wir irgendwo hingehen. Guck, dass du es erstmal weglässt, wenn du nicht unbedingt arbeiten musst. 2 Wochen vielleicht Urlaub hast, dass du in diesen 2 Wochen wirklich dein Gesicht absolut nicht schminkst. Gewöhne dich daran, es ist für deine Haut besser. Die ganzen Mittel, die du zu dir nimmst, wisst ihr, das Problem ist eigentlich, diese Sachen, die es da zu verkaufen gibt, diese ganze Kosmetikindustrie lebt von einem Gefühl von uns, ja? Nicht, sie machen das wirklich ganz geschickt. Ich merke sie auch bei mir. Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, muss ich immer wieder sehr bewusst sein, ansonsten verfalle ich da rein, mir irgendwelche Sachen zu kaufen für mein Gesichtspflege. Weil du läufst da rum und denkst, ich bin es mir wert, ich pflege mich, also ich bin jetzt nicht ungepflegt, deswegen gebe ich Geld aus und kaufe mir diese Produkte. Wenn Frauen irgendwo einkaufen gehen, Cremes für ihr Gesicht oder Make-up, ist immer das Gefühl da, ich bin es mir wert, ich wertschätze mich und ich bin eine sehr gepflegte Frau, deswegen kaufe ich das. Und dabei zerstören wir unsere Haut, wir pflegen sie absolut nicht. Ja, gibt es Werbungen mit Schauspielerinnen, mit Sängerinnen, was auch immer, die ihre Haut zeigen, wie toll die ist, oder auch ältere Frauen, die dann erzählen, ich habe meine Haut immer gepflegt, deswegen sieht die so toll aus. Aber du brauchst deine Haut nicht mit Creme voll zu klatschen. Die machen dafür Werbung, dass sie auch Geld bekommen. Es gibt so viele Frauen, ältere Generationen, aber auch Männer. Ich habe jetzt hier einen Nachbarn neben mir, einen Russen, ich weiß nicht, wie alt er ist, der ist schon in Rente, der hat so eine glatte Haut. Ich bin begeistert von ihm, seine Frau auch, die ist jetzt verstorben, sie war krank, aber die hatte auch eine ganz glatte Haut und die hat nichts auf ihr Gesicht drauf geschmiert. Aber ich will jetzt nicht zu viel darüber reden. Fakt ist, da draußen wird dir ein Gefühl verkauft, dass wenn du es kaufst, dass du es dir leisten kannst. Du gehörst zu den Frauen, die sich das leisten können zu kaufen und du gehörst zu den Frauen, die gepflegt sind. Wenn du aber ganz bewusst hinschaust und die Augen öffnest, und ganz genau hinten auf die Zutatenliste schaust von den ganzen Cremes. Es gibt sehr teure Cremes und die haben Sachen drin, die gehen rein in unseren Körper, zerstören unseren Körper. Da gibt es einen Bericht von einem Heilpraktiker, da war eine Frau, die war sehr krank, die hat ganz viele Allergien gehabt und er hat herausgefunden, es lag an der Schminke. Die hat sich jeden Tag sehr, sehr dick geschminkt, sehr gepflegte, hübsche Frau. Hat lange gedauert, bis sie sich damit einverstanden erklärt hat, die Schminke mal wegzulassen. Und es ging ihr danach tatsächlich besser. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber dann irgendwann konnte die Haut mal ein bisschen durchatmen und der Körper sich erholen von der ganzen Chemiescheiße, die sie zugeklatscht bekommt. Ich schminke mich auch. Ich bin auch in diesem Video geschminkt. Ich mache das aber für die Videos, weil ich es persönlich einfach schöner finde, hier geschminkt zu sitzen. Ich finde mich ungeschminkt ein bisschen blass, aber es ist auch völlig normal, ist auch völlig egal. Es geht nur darum, im Alltag schminke ich mich gar nicht und ich merke, wie gut es meine Haut tut, dass es meine Haut einfach jünger hält. Ja? Um deine Haut jung zu halten, ist auch ganz wichtig, auf den Zucker zu achten. Zucker lässt deine Zellen schneller alt werden und verursacht, dass du schneller Falten bekommst. Also Zuckerkonsum ein bisschen reduzieren, Teigkonsum, aber darum geht es jetzt nicht. Jetzt, was ich dir jetzt sagen möchte, wenn du 2 Wochen Zeit hast oder auch eine Woche, dass du deiner Haut mal ein bisschen Pause gönnst und ihr nichts gibst, lass deine Haut.
wenn wir, nochmal zurück zu dem Schminken und alles, wenn du deine Haut die ganze Zeit schminkst, schminkst, schminkst und plötzlich Stopp machst, kann es sein, dass die plötzlich stärker fettig sein wird, also mehr fettet oder mehr austrocknet oder mehr Rötungen rauskommen. Und du denkst, okay, ich muss eine Pflege kaufen, da musst du es wirklich aushalten. Du brauchst Disziplin und Ausdauer, dir nichts zu kaufen gegen trockene Haut oder gegen fettige Haut. Weil dann deine Haut kann das alles alleine machen, aber sie braucht Zeit, um diese Schutzschicht aufzubauen, damit sie wieder normal reagieren kann. Guckt euch mal Babys an, die brauchen noch keine Creme, das ist ja alles normal. Aber dann mit der Zeit, die Mutter klatscht da Creme drauf, Wind- und Wundschutzcreme aufs Gesicht, und nicht Wundschutz, aber Wind- und Wetterschutzcreme und so weiter. Und das Kind, die Barriere für die Haut wird immer mehr zerstört und irgendwann ist dann das Mädchen 14 und braucht dann Cremes gegen trockene Haut, gegen Pickel. Aber diese Pickel kommen nicht, gehen nicht weg mit diesen Cremes, die gehen weg, wenn du auf deine Ernährung achtest und deine Haut in Ruhe lässt. Du kannst dir mal ab und zu Make-up gönnen oder was Schönes aufs Gesicht schmieren, aber nicht regelmäßig. Es ist wirklich nicht gut für deine Haut. Ich brauche hier auch nicht viel zu sagen. Probier es einfach aus und setz es einfach um. Du kannst anstelle von diesen ganzen Make-ups, gerade am Anfang, wenn du jetzt dir eine Woche oder zwei Wochen mal eine Auszeit nimmst, eine Diät für deine Haut, kannst du es ausprobieren mit Ölen. Ja, ich mache zum Beispiel selber nur Jojobaöl. Ich weiß, da gibt es Kosmetikerinnen. Irgendeiner hat mir mal geschrieben, dass Öl nicht gut ist für die Haut. Sag ich, ja, also für mich ist es okay, für mich ist es gut. Meine Verwandten, Frauen, ältere Frauen benutzen es auch. Die haben auch eine wunderschöne glatte Haut. Auch meine Mutter, wenn ihr die sehen wollt, die ist auf Instagram, könnt ihr ein Bild sehen, hat auch eine wunderschöne glatte Haut und die benutzt nichts. Sie benutzt ab und zu mal Gurken, die sie sich aufs Gesicht legt und ganz selten mal Öl. Also eigentlich benutzt meine Mutter gar nichts. Man braucht da wirklich nichts. Da kann die Haut auch glatt bleiben. Gibt auch Hersteller, die natürliche Sachen herstellen. Gibt es auch. Ich weiß jetzt gerade keinen Namen. Ich habe irgendwo mal einen gefunden, bei denen ist auch mit Ablaufdatum, ne? Mindestlaufzeit, die halten sich auch nicht lange, weil da keine Konservierungsstoffe sind. Es gibt auch natürliche Hersteller. Meldet euch einfach unten in den Kommentaren, damit die Zuschauer das auch sehen können, wenn ihr natürliche Mittel benutzt und keine chemischen Sachen. Ich werde es am besten so machen, ich blende dir jetzt ein paar Hausmittel ein, die du nutzen kannst, um dein Gesicht zu pflegen, um dein Gesicht zu peelen, um die Poren zu verkleinern. Da gibt es zwar schon Videos, aber für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ich werde es euch jetzt einfach hier einblenden. Denkt dran, wir lernen, dass eine unreine Haut von einer mangelnden Hygiene herausführt, sagt man das so, aber das stimmt absolut nicht. Unreine Haut, wenn du deine Haut einfach mal in Ruhe lässt, auf deine Ernährung achtest, aber auch auf deine Gedanken achtest, wenn wir ganz viel Stress haben, können wir auch Pickel bekommen. Ja, ganz viel Stress, ganz viele negative Gedanken. Das alles kann eine schlechte Haut begünstigen, aber die Creme wird es nicht verbessern. Geh immer an die Wurzel. Und die Wurzel liegt meistens in unserem Darm, das, was wir essen. Oder auch in unserem Kopf, das, was wir denken, in unserer Art, wie wir mit unserem Stress umgehen. Das kann auch daran liegen, wenn die Haut sich verschlechtert. Das heißt, im Alltag brauchst du, wenn deine Haut wirklich extrem trocknet, gerade im Winter nutze ich auch für die Kinder ab und zu mal Jojobaöl, wenn es wirklich extrem, extrem kalt ist oder auch trocken, die Luft bei uns zu Hause, aufgrund der Heizung, dann gucke ich, dass ich die Wohnung ein bisschen feucht halte, indem ich feuchte Tücher auf den, also wie heißt es, Handtücher nass mache, auf die Heizung lege. Und wenn wir rausgehen, ist es wirklich sehr, sehr kalt, dann mache ich ein bisschen Jojobaöl aufs Gesicht. Das reicht, mehr brauchen wir nicht. Wenn wir besonders hübsch aussehen wollen und strahlen wollen, können wir auch mal Make-up nutzen. Aber mach das bitte nicht jeden Tag. Damit tust du wirklich deine Haut schädigen. Ich hoffe, dass mir auch ganz, ganz viele junge Mädchen da draußen zuschauen. Ihr seid von Natur aus wunderschön. Ihr braucht kein Make-up. Und wisst ihr, was das Problem ist? Die Kosmetikindustrie verkauft uns ja das Gefühl, mit Make-up sind wir wunderschön. Ich falle ja auch darauf herein. Ich habe es ja auch und ich benutze es ja auch. Aber wenn du das als junges Mädchen ständig benutzt, zerstörst du schon deine Haut in jungen Jahren und siehst mit 35 schon aus, als wärst du 50. Und das ist ganz, ganz schlimm. Ja? Ich habe zum Beispiel selber Make-up erst ganz spät benutzt, mit 27, als ich geheiratet habe. Ja? Ich habe ja mit 25 geheiratet und da fing ich an, mal ab und zu, auch nicht jeden Tag, das zu benutzen. Und ja, meine Haut, ihr seht es ja, ich hatte eine Zuschauerin im Zoo mal getroffen, ist schon ein paar Monate her, und ich war komplett ungeschminkt. Und die kam, hat mich angesprochen, ist eine Mutter, eine liebe Grüße nochmal an dich. Die war, glaube ich, mit einem Marokkaner verheiratet, hatte auch ein Kind dabei. Und die meinte zu mir,
deine Haut sieht toll aus von nahem, obwohl ich jetzt komplett ungeschminkt war. Ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt, muss ich zugeben. Ich fand mich so blass und alles, aber sie meinte, jetzt glaube ich all das, was du auf YouTube erzählst, weil ich kann ja viel erzählen hier auf YouTube. Und das fand ich schön, wo sie meinte, ich glaube dir jetzt alles, was du auf YouTube erzählst, was Ernährung betrifft, weil wenn ich sehe, wie jung deine Haut aussieht von nahem, dann setze ich das um, was du da sagst mit Ernährung und so weiter. Sage nicht, dass du mir alles glauben sollst, ich sage nur, probier es aus und wenn du gerade ein sehr junges Mädchen bist, bitte guckt, dass ihr alle Mädchen zusammenhält und euch alle nicht schminkt, weil wenn eine sich schminkt, will die andere sich auch schminken und wenn dann 10 sich geschminkt haben und die eine nicht, dann sieht sie aus wie eine Außenseiterin und schminkt sich auch. Lasst die Schminke weg, spart euch euer Geld mit diesem ganzen Schminkzeug, holt euch ein Buch, um euer Bewusstsein zu erweitern, das euch wirklich glücklich macht, das euch zeigt, wie ihr ein glückliches Leben führen könnt und lasst dieses ganze Make-up einfach weg. Denkt daran, dass ihr wirklich von Natur aus schön seid, auch wenn es euch keiner sagt. Jedes Mädchen, aber auch jeder Junge ist von Natur aus schön und jeder Mensch, der mir gerade zuschaut, ist wunderschön. Auch wenn ich dich nicht sehe, weiß ich, du bist eine Seele und du trägst ein Herz in deinem Körper. Deshalb bist du wunderschön. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Video.